Eure erste Aufgabe lautet mein Lieblingsrezept. Wir erwarten von euch ein Gebäck mit einer ganz persönlichen Geschichte. So erfährt die Jury gleich ein wenig über euch und sie bekommt einen Eindruck über eure individuellen Backfähigkeiten. Auch wenn ihr dieses Rezept im Schlaf beherrscht, seid euch nicht zu sicher. Hier kann ganz schnell der Ofen aus sein. So leicht, wie es euch vielleicht von der Hand geht, so kritisch wird die Jury es verkosten und bewerten. Also strengt euch an. Ihr habt für diese Aufgabe 2 Stunden Zeit. Und jetzt heißt es für euch zum allerersten Mal, auf die Plätzchen, fertig, backt. Damit ist der Startschuss gefallen. So, jetzt geht's los. Bei dem Lieblingsrezept unserer Kandidaten geht es ausschließlich darum, was zu machen, womit sie aufgewachsen sind, was sie mit ihrer Kindheit verbinden, Familie verbinden, was auch immer. Deswegen bin ich ganz gespannt, was dabei rumkommt, denn von groß zu klein kann es alles sein. Die Schwierigkeit für die Kandidaten wird sein, dass sie es erstmal auf Zeit backen müssen. Ich hoffe, dass sie das einplanen und da sich nicht vertun, sondern uns nachher einfach mit Meisterwerken beglücken werden. Bei ihrem Lieblingskuchen greift Erzieherin Daniela auf geheime Familienrezepte zurück. Bei mir gibt es heute einen Eierlikörkuchen. Das ist nach dem Rezept von meiner Oma. Und den gab es immer zum Geburtstag eigentlich. Immer, wie ich mich daran erinnern kann, zu allen Festivitäten. Die 30-jährige Niedersächsin kommt aus dem beschaulichen Ort Hachmühlen bei Hannover. Ich bin Daniela Weibler, bin 30 Jahre alt und ich arbeite in einer Kindertagesstätte in Bad Münder. Ich wohne mit meinem Freund zusammen und seiner Tochter in einem Haus mit meiner Schwester. Sie wohnt oben und wir wohnen unten. Mit dem Backen verbinde ich immer meine Oma und meinen Opa. Meine Oma ist verstorben Anfang des Jahres und das Backbuch ist jetzt quasi in die Hände von meiner Schwester und mir gelangt. Und wir haben jetzt gesagt, das wird jetzt so unser Familienerbstück. Wir wollen das dann immer von Generation zu Generation weitergeben. Sie ist total kreativ und total leidenschaftlich. Also sie macht das mit einer Hingabe und mit einer Liebe, wo ich einfach immer denke, Wahnsinn, wo sie das einfach alles hernimmt. Und ich drücke ihr ganz fest die Daumen und ich glaube ganz fest an sie, dass sie das auch rockt. Die Teilnahme beim großen Backen ist eine super Herausforderung. Der Sieg würde mir wahnsinnig viel bedeuten. So mein eigenes Backbuch, also mit meinem Gesicht da drauf und so mit meinen Rezepten. Also ich glaube, da wäre ich jahrelang 2 Meter hoch. Also das wäre total super. Ich würde alle einladen, erstmal zum Feiern. Danielas Eierlikörkuchen nach Omas Rezept soll die Jury begeistern. Selbstgemachtes Orangen-Physalis-Kompott und Lavendelpuderzucker geben dem Gebäck die besondere Note. Frische Physalis-Früchte bilden das Dekor. Die Herausforderung bei diesem Rezept ist, dass der Kuchen wirklich schön saftig bleibt. Meine Oma hat immer gesagt, klotzig muss er sein. Bei ihrem Lieblingskuchen hat sich auch die Düsseldorferin Allegra viel vorgenommen. Ein getränkter Biskuitteig bildet die Grundlage. Also wenn alles klappt, wird es eine Herrentorte und zwar nach Düsseldorfer Art. Und sie wird ein bisschen verfeinert mit Grand Marnier, das ist so meine persönliche Note, und mit einer schönen Schokoladendecke eingedeckt. Beim favorisierten Kuchen ihrer Tochter legt Oberbayerin Monika besonderen Ehrgeiz an den Tag. Ich mache heute 2 verschiedene Teigs, habe mir gedacht, das schaffe ich vielleicht. Aus Zürich kommt die Asiatin Mien. Sie wagt sich gleich an die hohe Kunst des Brandteigs. Also ich backe jetzt für meinen Lieblingskuchen eigentlich was meine Tante mir immer gebacken hat. Als Kind dachte ich immer, Brandteig ist super, super schwer. Aber eigentlich muss man da nur ganz cool bleiben. Einer der 3 männlichen Hobbybäcker unter all den Frauen ist Stefan. Der Koblenzer will mit Bananenkuchen punkten. Stefan, wie läuft's? Gut, sehr gut. Was machst du? Ich mach ein Bananenbrot. Allerdings ein bisschen abgewandelt. Normalerweise ist es eigentlich nur ein trockenes Bananenbrot. Das darf nicht so trocken sein. Nein. Im wunderschönen Koblenz ist der dreifache Vater Stefan zu Hause. Mein Name ist Stefan Rhein, ich bin 46 Jahre alt und hauptberuflich bin ich Polizist. Ich arbeite neben dem seit nunmehr 29 Jahren im gleichen Fitnessstudio, was mir sehr viel Spaß macht. Auch beim Backen spielt für mich die Gesundheit eine große Rolle. Und ich versuche eigentlich jedes Rezept in irgendeiner Form umzuwandeln, dass der gesundheitliche Aspekt auch eine große Rolle dabei spielt. I think we found something old and new.
Durch eine Trennung war ich mehr oder weniger gezwungen, mich der Sache Kochen und Backen anzunehmen. Ist es aus der Not wirklich eine absolute Leidenschaft geworden. Seit wir zusammen sind, kenne ich ihn so, dass er viel backt. Zu Hause ist er eher so ein bisschen die Frau, die mich dann mit Essen versorgt. Das ist auch mal ganz nett. Der Ehrgeiz, den ich auch mit dir diesen Wettbewerb verbinde, der ist schon sehr groß. Der Lieblingskuchen von Stefans Familie ist total Banane. Das leckere Obst findet sich im Teig und in der Creme wieder. Dekoriert wird dieser Kuchentraum mit Bananenchips und ganzen Früchten. Neben Stefan will sich auch die 28-jährige Özlem an die Spitze backen. Zu Hause verwöhnt sie ihre sechsköpfige Familie mit ihren Kuchenkreationen. Mal sehen, ob sie damit heute auch die Jury überzeugen kann. Heute mache ich eine Quark-Mandarintorte, weil er nicht so stark im Magen sitzt. Und weil wir das als Familie so fluffig lieben, ist der Teig auch so locker. Dann kann man auch ruhig zwei Stücke davon essen. Einen Backplatz weiter arbeitet Vetit. Der Student backt mit Vorliebe bunt und experimentell. Heute backe ich Thai-Tee-Kuchen. Ja, es ist drei, ich habe genannt, es ist dreimal Tee. Es ist Thai-Tee-Torte. Ja. Auf der anderen Zeltseite hadert die zweifache Mutter Kati mit der Technik. Und schon habe ich ein Ofenproblem. Der macht's nicht. Was willst du denn, Kati? Umluft, einfach nur Umluft. Umluft ist, glaube ich, ganz am Anfang. Ja, aber der geht nicht zurück. Ob so der Lieblingskuchen von Katis bester Freundin gelingt? Der dritte Mann in der Backrunde ist der 27-jährige Matthias aus Wolfsburg. Er hat seinen Favoriten, einen Blaubeerkäsekuchen, äußerst schnell zubereitet, da der sehr lange backen muss. Ich kann mit meinem Käsekuchen wirklich relativ gut durch. Er ist jetzt einfach drin und er muss jetzt ausbacken. Deshalb kann ich aktuell gerade nichts machen, nutze jetzt die Zeit und räume deshalb ein bisschen auf. Liebe Kandidaten, es ist Halbzeit. Ihr habt jetzt noch genau eine Stunde Zeit. Alarm! Was mache ich denn jetzt? Ich könnte heulen. Jetzt brennt mein Kuchen. Was ist denn los hier? Meinst du, dass man es schmeckt, wenn es dunkel ist? Kann man das nachher absäbeln? Ja, wird dein kann Kuchen man. So fest? Nochmal neu machen schaffst nee, du nicht, ne? Nein. Eieiei. Ah, wird schon. Da ist noch genug Zeit. Ja, hoffen wir mal.